Alles klar? Alles klar. Muss Judy und ihre Bettler vielleicht nachher. Ja. Mein Name ist Ernst Schwarzenberg, ich bin 57 Jahre und heute Ihr Kapitän und damit auch bekennender Nichtschwimmer. Wie der Verleih schon gesagt hat, fahren wir zuerst den Kaisergarten Oberhausen an. Dort können die Leute, die noch ziemlich mobil sind, aussteigen zu einem kleinen Spaziergang. Ja, einsteigen ist natürlich am Anleger am Zentrum. Alles Weitere, wenn wir dann in Oberhausen sind. Ahoi und guten Morgen! Ahoi! Gleich zu Beginn ein ganz großes Dankeschön loswerden und Sie bitten, nachher sehr aufmerksam zu sein. Denn heute an Bord Sänger der Sängervereinigung Grönighausen, einem der ältesten Männergesangvereine hier in der Gegend. Und ich begrüße diesen Chor mit seinem Chorleiter Peter Mellinghaus. Ich möchte vorab sagen, dass die Musik und Text von Herrn Dahlmann sind, der hier heute an Bord ist. Also alles, was wir Musik haben, zu 70%, hat Herr Dahlmann für uns aufgespielt. Und Helga Lieber, unser Fotograf, hat die technischen Aufnahmen für uns gemacht. Dankeschön. So, nun singen wir, heute geht es an Bord. Schiff auf hoher See, rings um uns her, nur Wellen und Meer, alles was ich seh. Reiß die Wellen wiegen, die Möwen heimwärts fliegen, Gold strahlt die Sonne, die Herzen voller Wonn, Heimatland erlebt. Die Herzen voll davon.
Von der Anlagestelle Unser Fritz im Kulturpark Unser Fritz 2-3 in Herne ging's in Richtung Oberhausen. Das unberechenbare Wetter konnte die Stimmung der ca. 150 Gäste nicht trüben. Denn der Shanty-Chor Rödinghausen entführte die Gäste an Bord mit seinen Melodien in sonnige Gefilde und in die weite Seemannswelt. Oben die Netze auf.
Das Herzstück des Kulturkanals ist mit gut 45 Kilometern der Rhein-Herne-Kanal, der 2014 100 Jahre alt wurde. Über 120.000 Besucher feierten auf über 200 Veranstaltungen dieses Ereignis. Der Kulturkanal ist ein Kulturprojekt, das im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas Ruhr 2010 ins Leben gerufen wurde. Die Stadt Herne als Initiator gelang es, dass alle 10 Anrainerstädte diesem Projekt zustimmten. Seit 2012 wird dieses Projekt unter der Federführung des Regionalverband Ruhr gefördert.
Der Kulturkanal hat eine Gesamtlänge von 70 Kilometern und führt vom Innenhafen Duisburg bis zum Dattelner Meer. Es erzählt von einem, der ging dann fort. Und da sagte er zur Liebsten ein Abschiedswort. Weine nicht, wenn ich einmal nicht wiederkehre. Such einen anderen, der ist es nicht so schwer. Und eine weiße Taube fliegt dann zu mir. Bring einen letzten Gruß übers Meer von mir. La Paloma, wie die Wogen des Sees, so ist das Leben, ein Kommen und Gehen, wer kann es je Wo ich die Liebste fand, da
alle Jahre schwerer froh. So schön, schön war die Zeit. Harte Arbeit, karger Lohn. So schön, schön war die Zeit. Tag aus, Tag ein, kein Glück, kein Heim. Alles liegt so weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da ist mein Heimatland. Wie lange bin ich noch allein? Hört mich an, ihr goldenen Sterne. So schön, schön war die Zeit. Grüßt die Lieben in der Ferne. So schön, schön war die Zeit. Mit Freud und Leid verringt die Zeit. Alles liegt so weit, so weit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause. Wo ich die Liebste fand, da ist mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? Bye.
Zeit verging, die Zeit verging. Da kam ein Brief, da kam ein Brief. Er schrieb, ich hab die Wunder der Welt gesehen. Doch nirgendwo ist es so schön, ist es so schön, wie in der Heimat, wo alle Sterne Das Wetter spielte mit uns Katz und Maus. Mal regnete es in Strömen, dann kam mal wieder die Sonne durch und ließ die Hoffnung aufkeimen, dass sich das Wetter bessert, was dann allerdings nur ein Trugschluss war. In Oberhausen hatten wir allerdings Glück. Dort verwöhnte uns purer Sonnenschein. Unser Ziel Oberhausen war erreicht. Hier konnte nun jeder nach seinem Ermessen die Freizeit vor der Rückfahrt verbringen. Das Zentrum Oberhausen wurde in der Mitte Oberhausen im September 1996 eröffnet. Mit ca. 120.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und einer Gesamtfläche von 830.000 Quadratmetern ist es das größte Einkaufs- und Freizeitzentrum Europas und gleichzeitig Deutschlands größtes Einkaufszentrum. Über 220 Einzelhandelsgeschäfte verteilen sich im Zentrum auf zwei oder drei Etagen. Die Coca-Cola-Oase, wo 1.100 Menschen Platz finden, ist der zweitgrößte Food Court in Europa. In der Nähe des Zentrums befinden sich viele touristische Attraktionen, wie Freizeitpark, Multiplex-Kino, der Gasometer und vieles mehr, was täglich zahlreiche Besucher anlockt. Thank you.
Alle an Bord und leinenlos. Mit Kaffee und einem Stück Apfelkuchen ging's zurück in Richtung Unser Fritz in Herne. Und der Shantychor Röllinghausen sorgte mit seinen Melodien wieder für die gute Stimmung an Bord. Und holte von dort schwarzen Tee.
jedoch auf der vorletzten Reise, auf der dieses Unglück geschah, da hatten wir Rum geladen, direkt auf Yamaha die Liebe im Hafen, schön ist die Liebe zu sehen. Einmal im Hafen zu schlafen, sagt man nicht gerne allein. Schön sind die Mädchen im Hafen, träumen sie nicht aber neu. Auch nicht mit Küssen und Grafen, tauschen wir Jungen Ahoi! Wenn die Sonne
Schatten der Nacht, ohne Worte. Neues Licht macht die Welt wieder frei. Ja, wenn die Sonne erwacht in den Bergen, wünsch ich mir, sie will wieder untergehen. Wenn die Sonne erwacht in den Bergen und der Mond sagt der Erde, Gedanken von mir, die trägt der Wind zu dir, was er dir erzählt, willst du verstehen. Ja, wenn die Sonne erwacht in die Berge, wünsch ich mir, sie wird dir der Stürmann, der Bootsmann und ich. Ja, wir sind Herren. Wir fahren ins Wildmeer und fehlen auf das Gänse. Wir bleiben munter und frisch. Ja, wir fahren ins Wildmeer und fehlen auf das Gänse. Wir fahren ins Wildmeer und fehlen auf das Gänse. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, wir bleiben munter und frisch. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, die schönsten Sieger. Wir spielten schon als Kinder Kapitän und Stürmer. Elbe bei St. Pauli war unser Ort. In Altona, am Wismar, ja, kannten wir uns aus. Aber dann mit 16 Jahren fuhr ich aufs weite Meer hinaus. Alle Wege
einem Jahr befahren 22.000 Schiffe den Rhein-Herne-Kanal. Somit haben die Häfen und Schleusen dieser großen Wasserstraße mitten im Herzen des Ruhrgebietes eine große Bedeutung für die Binnenschifffahrt in Deutschland. In den Industriehäfen, die als Umschlag- und Verladeplatz dienen, werden zigtausend Güter jährlich bewegt. Und bei schönem Wetter laden die gut ausgebauten Rad- und Spazierwege und Parks, die den Kulturkanal säumen, ein, hier am Kulturkanal einen schönen Tag zu verleben. Es gibt Millionen von Sternen, unsere Stadt, sie hat tausend Laternen. Gut und Geld gibt es hier auf der Welt, aber dich gibt's nur einmal für mich. Es blüht viele Blumen im Garten, es gibt viele Mädchen, die warten. Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit, aber dich ist nur einmal für mich. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigen nennt. Es macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wäre die Welt für mich ohne dich? Es gibt sieben Wunder der Erde, tausend Schiffe fahren über die Meere. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber ich gibt's nur einmal für mich. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigen hält. Es macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wäre die Welt für mich ohne dich? Es gibt Millionen von Sternen, unsere Stadt, sie hat tausend Laternen. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber dich gibt's nur einmal für mich. Aber dich gibt's nur einmal für mich.
Fünf Schleusen besorgen den Ausgleich des Höhenunterschiedes des Rhein-Herne-Kanals zwischen dem Rhein und dem Dortmund-Ems-Kanal. Thank you.
Aber nicht nur große Frachtschiffe verkehren auf dieser Wasserstraße. Auch Motorboote und Sportboote haben hier ihr Zuhause. Sowie viele Fahrgastschiffe sind hier unterwegs, die den zahlreichen Touristen die Geschichte und den Wandel dieser Region näher bringen. Ja, danke schön. Wie immer geht ein schöner Tag zu Ende. Ihre Singervereinigung Rödinghausen. Alles Schöne geht zu Ende, reicht noch einmal mir die Hände und ich bitte, komm mal wieder zu mir zurück. Ah, danke schön und auf Wiedersehen, denn die Zeit mit dir war so schön. Auch ich sage Dankeschön und einen Applaus. Sie waren ein wunderbares Publikum. Vielen Dank und bye bye. Mit dem Abschiedslied des Röllinghausers Schindlichors ging dieser Trip so langsam zu Ende. Ein Trip mit viel Regen und nur ein wenig Sonnenschein. Aber dank des Röllinghauser Schindlichors war es trotzdem ein gelungener Tag. Denn sie sorgten die ganze Zeit für eine gute Stimmung an Bord, die das Wetter vergessen ließ.